Hallihallo, da sind wir wieder. Der Ori und ich. Und guck mal an, wir starten direkt mit einer Fähigkeitenzelle. Überragender Start. Ach, guck mal, hier haben wir jetzt schon fast alles bis auf ein Ding. Ultraverteidigung verringert den Schaden, der durch Feinde verursacht wird. Boah. Aber ich will diese Fähigkeit Markierung als nächstes haben. Also noch einen Punkt holen. So, Tal des Windes ist unser Ziel, ne? Finde das Gummon-Siegel. Alles klar, machen wir das so. Gott, Gott, Gott. Wenn zwei von diesen Viechern gleichzeitig kommen, dann tut's schon ein bisschen weh. Guck mal. Der Dreifachsprung, der Jute-Dreifachsprung. Höp, höp, höp. Und schon kommen wir hier hoch. Perfekt. Oh, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Guck mal, ob ich da rechts rüber komme. War da auch noch was? Oh, war das knapp. Das versuche ich jetzt nochmal, weil das klappt bestimmt. Sah echt so aus, als würde es klappen können. So, jetzt. Höp. Ne, gerade war ich besser. Geht das so? Ist überhaupt die Frage, ob ich das wieder so machen muss, ob ich irgendeine Fähigkeit freischalten muss, dass ich da hinkomme. Ne, klappt anscheinend auch so. Wunderbar. Ach, da ist der Vogel wieder. Ah. Nein, 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 nein. Das ist schon ein bisschen nervig, das muss man ja sagen. Da ist direkt noch so einer. Ich glaube, an denen werde ich gleich ganz viel Freude noch haben. Sehr viel Freude. Ich schieße schon mal in weiser Voraussicht. Hier wird nämlich bestimmt irgendwas sein, was uns Schmerzen zufügt. Ja. Das klappt auch schon mal soweit. Ja. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott. Da habe ich fast reingesprungen. Wie instabilen Boden. Der Boden ist mega stabil hier, ey. Was. Der Boden hier stabil. Ja, der ist natürlich stabil. Geht runter, geht hoch. Ach so. Das geht auf Zeit. Aber wenn ich jetzt einfach die Richtung entlang gehe, dank dem Dreifachsprung, kann man das hier kaputt machen? Nee. Ich glaube, das war jetzt der einfachere Weg. Einfachere Weg. Hier lang zu gehen. Bam! Energiezelle. Wie viele gibt es denn da überhaupt noch? Ne, da. Noch 6. Also wir sind schon ein gutes Stück vorangekommen, würde ich sagen. 47%, die Hälfte des Spiels dann, ne? Wenn das danach geht. Ja, da wäre auch nichts mehr Interessantes gewesen. Sind wir den richtigen Weg gegangen. Zurück. Ach, ich Idiot. Guck mal, ich schwimme in Kreisen. Wahnsinn. Meinst du, ich kann auch im Viereck schwimmen? Nein. Ach komm, ich geh hoch. Bevor ich hier wieder einen Quatsch baue und sterbe. Nein, der Vogel ist wieder da. Ich hasse diesen Vogel. Der geht mir auf den Nerv. Oh, Kröte. Dich kann ich gebrauchen. Schieß, schieß, komm. Na, ich dachte, ich finde hier irgendwas Besonderes. Aber die Idee war gut. Ach, und der schießt mich genau da rein. Das hat er extra gemacht. Was ist hier links? Eine Tür. Eine geschlossene Tür. Gut.
weiß nicht, ob ich die Kröte brauche, ob ich die jetzt kaputt machen soll. Ah, dieser nervige Vogel. Warum bin ich jetzt hier? Ach, damit ich hier hoch... Ah, okay, gut. Ich hätte den ganzen Weg sparen können dafür. Naja. Oben war auch nichts mehr, also ab nach links. Der Herr Kröterich. Irgendwie machen mich hier gerade alle fertig. Nicht nur der, nicht nur der. Der Fischler bestimmt, der will mich auch noch fertig machen. Vielleicht sollte ich wirklich drei Dinger sparen. Und darauf gehen, dass halt dieser Gegnerschaden reduziert wird. Ja, guck mal. Also muss man das auch jetzt erst zu diesem Zeitpunkt im Spiel machen. Vorher hätte ich gar keine Chance gehabt, hier irgendwie hinzukommen. Ja, ich glaube, in dem Spiel braucht man einfach viel Geduld. Und man muss akzeptieren, dass man nicht überall direkt hin kann. Ja, will ich jetzt nach links oder nach oben? Das ist schon wieder hier... Ah, Zwickmühle. Aber ich gehe nach oben. Aber das ist ein Vogel. Ach, ist der Idiot in die Stacheln geflogen? Gut zu wissen, dass sie da Schaden kriegen. Ist kein Geheimgang. Komm, hier. Ach, das macht das nicht kaputt. Ein bisschen mehr Schaden wäre auch nicht verkehrt. Ja, die halten doch einiges aus. Das geht so nicht kaputt. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit. Hier so eine Fähigkeitszelle. Ich muss das Ding irgendwie kaputt kriegen. Gibt es irgendwas, was schießt, was ich umlenken muss? Vermutlich ja. Da komme ich gerade noch nicht hoch. Au. Aua. Okay, aber so ungefähr wird's gehen. Schieß doch bitte. Jetzt habe ich nur ein Leben. Alles andere wird tödlich sein. Na, Dummheit. Okay, kaum hat man hier eine Passage erreicht, wo man denkt, okay, kommt direkt die nächste. Hä? Hat er schon geschossen oder habe ich mich jetzt gerade an das Vieh dran geklebt? Autsch. Gut, es wird auf jeden Fall eine neue Passage, die ich sehr lieb haben werde. So, ich speichere jetzt erstmal hier. Ups. Wie soll man das denn machen? Au! Wie soll man das denn machen, ohne... zu viel da oben rein zu fliegen. Das geht doch schon fast gar nicht. Oh Mann. Da rechts ist wieder eine Fähigkeitenzelle. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt hier hoch muss. Zum jetzigen Zeitpunkt. Was da unten denn noch war. Aber wir machen das einfach mal jetzt hier. Jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt gehe ich auch nicht mehr zurück. Was sehe ich da? Was ist das? Oh nein! Geh weg! Geh! Okay. Solange Kuro dort hockt, ist der Weg zum Nebelforst versperrt. Doch schau und... Was? Doch schau nach dort oben. Wir können sie vielleicht ablenken, wenn wir diesen Felsen lösen. Da oben ist also ein Felsen. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich doch erst da unten lang gehen können, müssen. Hm.
Aua. 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 Aua, aua, aua. Der Weg ist versperrt, ne? Okay, wow. Er macht mich sofort tot. Ich kann auch nicht hier runter dann, ne? Ja. Alles klar, ich muss da unten lang. War nämlich kein Felsen zum Lösen, oder? Naja. Bin ich mal wieder den ganzen Weg hier. Aua. Umsonst gestorben, nach oben gestorben. Kaputt hier. Ah. Also werden wir vermutlich wieder irgendeine Fähigkeit kriegen, dass wir da lang können. Ach, das macht aber nichts an Schaden anscheinend. Trauerpass ist oben versperrt. Nebelforst, ja. Das ist dann unser Hauptziel wohl. Und hier, erstmal wieder auffüllen. Sehr schön, Ori. Ja, Ultraverteidigung. Verringert den Schaden, aber um wie viel? Die Hälfte? Erhöht den Schaden, ermöglicht es sich durch feindliche Formationen zu stoßen. Hm. Ja gut, mehr Schaden ist halt, ne? Ist gut. Schneller abfahren. Und ganz am Ende erhöht den Schaden der Geistflamme noch mehr. Und die Möglichkeit ist, 4 Ziele auf einmal zu treffen. Aber mehr als 4 Gegner gleichzeitig hatte ich eigentlich selten. Ich meine, vielleicht kommt es später noch. Aber die Fähigkeiten, Zellen haben einfach Priorität. Was? Das ist der Vogel auch? Wo soll ich jetzt noch hin? Okay. Ich will da aber hin. Hä? Da unten ist halt noch so ein minimaler Weg. Und da oben. Und da oben rechts? Waren wir da schon? Ich bin doch da hoch. Da rechts, da links. Also da oben rechts wäre noch ein Weg. Da stand ja irgendwas mit oben den Felsen lockern. Ist es da die Passage? Da kommt bestimmt wieder der blöde Vogel. Aua, aua. Der einzige blöde Vogel hier gerade bin ich. Ist der Weg nach oben jetzt hier? Ist das da die Stelle? Nein, nächste. Ach, hier. Na, guck an. Muss ich das irgendwie so gut timen? Das Vieh auf mich schießt jetzt. Jawohl, komm. Gut, ich sehe schon, das ist eine Fähigkeitenzelle. Die haben wir jetzt. Perfekt. Sehr nice. Aber das ist nicht der eigentliche Weg jetzt gewesen. Lässt Fähigkeitenzellen auf der Karte anzeigen. Nehmen wir. So, jetzt gucken wir mal auf die Karte direkt. Ja, da rechts ist eine, die haben wir gesehen. Da unten der Weg. Das ist der einzige Weg, den ich noch gehen kann. Da oben ist nichts und da ist nichts. Was können wir denn noch woanders hin? Ach, da oben ist auch noch alles frei, ne? Guck mal. Muss ich da lang vielleicht? Den ganzen Weg da oben hin zurück? Ich mache es sonst einfach mal, weil ich wirklich nicht weiß, was ich sonst noch tun könnte. Also wieder nach... Ja, hinten. Danke. Das brauche ich eigentlich gar nicht machen, ne? Oh ne, war noch Wasser.
Au. Dann speichere ich mal hier. Hier links ging es jetzt auch noch. Ach nee, da ist... Das ist ja der Weg im... Also der Weg im Weg. Das ist das Tor dazu. Hä? Da muss ich nach oben gehen. Da lang. Aber ich weiß nicht, ob ich dieses Tor da aufbekomme. Ich gehe jetzt da hin und gucke, ob ich das Tor aufbekomme. Wenn nicht, wäre ich wirklich ratlos. Haben wir irgendwas verpasst? Irgendwas nicht mitgenommen? Habe ich irgendwas übersehen? Also ich versuche es jetzt erstmal noch da. Kann ich jetzt eigentlich mit diesen Portalen reisen? Ich weiß es immer noch nicht. Irgendwie... Ich sollte einfach mal in der Steuerung nachgucken. Nö. Supersprung LT. Ja, den haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Greifen, gleiten, stoßen, sehen, Verbindung, Sprung, Geisterflamme, Karte... Karte, Karte. Oh. Nö. Nö, nö, nö. Aber das ist doch voll der weite Weg. Da waren wir doch eigentlich auch schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da den ganzen Weg wieder zurück muss. Oder war da einen so ein Mini-Felsen, der irgendwie noch gelöst werden muss? Na, Level up immerhin. Wenn ich wenigstens irgendwie schnell reisen könnte. Man muss doch irgendwie schnell reisen. So, hier muss ich auch nicht lang. Weiter nach rechts. Ist hier richtig? Ja. Oh Mann, das nervt mich jetzt ein bisschen, dass ich nicht weiterkomme. Dieses Ding geht auch nicht, ne? Das müssen wir da auch noch irgendwie mitnehmen können. Sondern von der anderen Seite hoch. Hm. Na, Sachen gibt's. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Muss ich hier lang? Ja. So, hier rechts jetzt. Und, nee, das war der Baum. Das war der blöde Baum. Hä? Ach, ich bin schon vorbei. Guck mal. Da links. Und da unten ist auch noch was. Da ist eine Zelle. Runter und dann rechts. Die muss ich doch sofort haben. Speichere ich in dem Moment, wo ich getroffen werde. Das ist doch hier wieder so ein Hebelding. Ja, bin ich denn blöd? Kann man hier irgendwas platt machen? Hä, springe ich so höher? Ach, interessant. So springe ich höher. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Aber hier ist doch nichts, was ich einstampfen kann, oder? Spiele ich heute einfach nur total blind. Das heißt, ich jetzt hier. Ja, springe ich höher. Was? Jetzt bin ich auf dem Desktop hier geflogen. Ach. Danke, Windows. Windows funkt mir hier in die Aufnahme. So. Jetzt gehe ich hier lang und dann gehe ich da oben hin. Oh ja, die kenne ich ja auch noch hier. Ach, ist das... Ach, das ist die Stelle, wo ich hier die ganze Zeit gestorben bin. Wo ich mich da hochgestorben habe, quasi. Ich erinnere mich. Das war eine Horroraufnahme. Aber jetzt haben wir ja neue Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob ich damit irgendwie Erfolg habe. Weiterkomme. Was war hier? Gar nichts. Haben wir schon eingesammelt? Nein.
Spiel steckt voller Rätsel. Da ist so ein... Ah, guck an. Ja, endlich mal. Zack. Was passiert damit? Das Tor oben rechts geht auf. Guck an. Guck an, guck an. Ja, wunderbar. So, und dich mache ich jetzt auch platt, mein Freund. Oh, 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 der, den kann ich doch nicht platt machen. Das ist ein anderer. I. Den habe ich gar nicht gesehen gerade. Jetzt kam wieder dieses miese Laser-Ding da. Genau. Schieß nach oben. Ja. Geh bloß weg von mir. Hahaha, ha, ha, die kann man jetzt auch kaputt machen. Wie cool ist das denn? I, das tut weh. Na komm, roll. Kleine Rollmops. Und platze. Ach, jetzt habe ich gespeichert, aber ist ja hier so ein Geisterportal. Gespeichert, aktiviert. Yay. Aber die, warum heißen die denn Portale? Jetzt mal ganz im Ernst. Ein Portal ist doch... Aua. Wo ich reingehe und dann... Oh Gott. Mann, hier schießt Kugeln. Aber das zählt vielleicht als... als Geschoss. Aber dieses Ding hier? Nein. Versuch was wert. Ist das ein Geschoss? Ja, ist es. Oh, das ist ja... Ach, das ist alles voller Lava da. Oh mein Gott. Was? Nein, ich wollte es nicht kaputt machen. Das habe ich aus Versehen kaputt gemacht. Nein, warum schießt denn da nichts auf mich? So, er schießt jetzt einmal. Der schießt doch eigentlich häufig genug. So, jetzt. Schieß bitte. Aber wo muss ich hin? Oh mein Gott, ich will irgendwo hin, wo ich mich kurz ausruhen kann. Uff. Nein, nein. Oh. Okay. Nennen wir das Ausruhen. Da unten ist was und da rechts ist was. Und da links geht's in so eine fette Höhle. Da wartet bestimmt wieder irgendwas Böses auf mich. Kann ich das schieben? Ja, wenn man schieben kann, sollte man es schieben. Yo. Bleibt die Frage, gehe ich jetzt erstmal da links? Gehe ich da oben rechts die Ecke da erkunden? Ich gehe da links hin, weil es geht ja anscheinend eh wieder im Kreis rum. Hallo? Sieht so nach Endgegnerpassage aus. Ja, oder täusche ich mich da völlig? Nee, ne? Das gilt aber hier als sicherer Untergrund. Hier ist nichts. Kann ich so weit springen? Ja, ich habe ja eh gespeichert. Gut, der Dreifachsprung hat es geschafft. Und wir hören mal dem Sein zu. Das Element der Wärme liegt hinter den Toren des Horobergs. Um dorthin zu kommen, müssen wir den Sonnenstein hoch oben auf dem Gipfel des Trauerpasses finden. Wo ist denn der Trauerpass? Ist der weiter oben oder ist das hier links erst der Trauerpass? Tal des Windes, Nebelforst. Aber uns wird ja links das Ziel angezeigt. Wahrscheinlich ist hier erst einmal, ne? Das ist der letzte Weg, der ganz spätere. Also müssen wir doch nach links. Kannst du sagen, was du willst. Und da sind überall Fähigkeitenzellen. Da unten ist auch einer. Und die will ich haben. Ja, hier werden wir später rein können. Genau, an dieser Stelle mache ich mal kurz einen Cut. Und dann gucke ich mal, wie ich links an der Ecke irgendwie weiterkomme. Vielleicht fällt mir ja was ein. Bis denne und tschüss.